Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Projekt auf meinem Kanal Kabin zu. Wir befinden uns hier gerade in Subsistence. Für Leute, die der Titel noch sagen sollte, ist es ein Survival-Spiel natürlich und ist vergleichbar mit Classic Rust. Quasi, wir kämpfen hier gegen Bären, Wölfe und ich glaube auch große Wildkatzen, also sprich Berglöwen, glaube ich. Ja, ich glaube, die sind auch mit bei. Dann haben wir auch noch Schneewölfe, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben Jäger, also die machen zwar keine Jagd auf Tiere, sondern die machen auf uns Jagd. Aber hey, das werden wir schon irgendwie schaffen. Und wir haben hier ein Wettersystem, also quasi es regnet, es stürmt und wir haben hier so ein Jahressystem, also wird auch irgendwann mal schneien. Ich freue mich schon. Und ich habe schon ein bisschen Panik, weil das Spiel ist nämlich nicht gerade einfach. Aber dazu kommen wir gleich. Wie gesagt, ich werde das Spiel ein bisschen anders spielen. Und zwar, normalerweise greifen die unsere Base an. Das habe ich aber jetzt deaktiviert. Also ich habe jetzt so eingestellt, dass die uns angreifen, aber unsere Base bleibt erstmal verschont. Wie gesagt, ich möchte die irgendwann mal fertig bauen. Und wie gesagt, ich habe die bis jetzt, ich habe zwar Holz, aber zack, Bums, weg. Ja, das wird heute ein bisschen anders laufen. Ach, das Spiel ist so, muss ich sagen, Rennen ist hier ein Fehler, aber ihr werdet bald rausfinden, wieso. Ich werde wahrscheinlich sehr oft sterben. Ich male den Teufel schon wohl an der Wand, wa? Ich soll damit aufhören. Wir starten ein neues Spiel. Wie gesagt, Spiel starten, Schwierigkeitsgrad normal. Und dann kicken wir, was passiert. Zu erwähnen ist, dass das Spiel von einer Person entwickelt wird. Jedenfalls war das damals so. Ich gehe mal davon aus, da wird sich nicht viel da geändert haben. Und dafür sieht das richtig, richtig gut aus. So, aber ich muss jetzt hier erstmal... Seht, ich habe ein Knicklicht und was macht das? Es leuchtet. Nee, ich muss erstmal gucken, wo ich hier bin. Also Orientierung. Das ist schön. Orientierung, Arsch. Aber das kennt er ja von mir. So, ich muss mich jetzt einen bestimmten Punkt finden. Also, Ecke. So, ist euch natürlich überlassen. Das Spiel hat eine Karte, aber die bringt uns am Anfang nichts. Weil die zeigt nämlich bloß das an, logischerweise, was wir schon gesehen haben. Und die Karte ist doch ein bisschen größer. Wie gesagt, Rennen kann hier zum Verhängnis werden, weil die kündigen, also die Tiere, die kündigen sich eh zweimal an, oder beziehungsweise einmal, und dann hast du ein paar Sekunden Zeit, dir flotte Beine wachsen zu lassen, weil sonst greifen sie an. Und zu erwähnen ist auch noch, es gibt Kisten. Lootkisten. Nee, hier ist es ein bisschen andersrum, denn hier haben die Tiere ein Level-System und nicht wir. Sprich, wenn sie uns platt machen, werden sie stärker. Und da haben wir schon Wolf, der ist Level 1, den würde ich so ja noch mit der Wumme platt kriegen, aber das würde ein ganzes Magazin kosten. Ja, ihr seht schon das Problem, denn ich habe nicht viele Munition. Naja, wir werden das aber schon irgendwie wumpen. Also, unsere Base wird wahrscheinlich so 4x4 sein. Und dann vielleicht ein paar Anbauten, aber das wird später wieder ein bisschen größer, Kabin-Style. Aber ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. So, wir sammeln mal ein paar Pflanzen ein. Oh, da ist ein Mucker. Nein, keine Panik. Noch nicht. Noch dürfst du leben. Ich glaube, wir sind... Alter, hab ich ein Schwein? Das ist... Das ist genau die Ecke, die ich eigentlich haben wollte. Das ist nämlich meine Starter. Also hier habe ich immer gebaut. Also hier ist Wasser und so. Das ist alles gut. Das Dumme ist hier, also dass ich hier einen Level 1 Wolf habe, war ziemlich gut. Die sind nämlich alle hier so sonst Level 3 und so. Und das ist, steck die Waffe in der Tasche und hau ab. So in der Art. Moment mal, ich habe doch gerade die Größe gesehen. Ach, da. Das Geile ist, die Pflanzen, die hier wachsen, passen sich auch der Wetterzeit an. Also die Jahreszeit, meinte ich. Also, ab Juni oder so wachsen hier Erdbeeren, glaube ich. Im Herbst dürften hier Pilze wachsen. Das ist schon, also, als Survival-Spiel, ich würde so ja sagen, das ist mit ins... Ja, ich lese, ich nutze das oft, aber das ist schon ein richtiges Survival-Spiel. Das ist schon nicht von schlechten Eltern. So. Hier, die Bäume, die kippen hier um. Die bringen uns immer Holz. Das dauert eine Weile, bis die resetten.
Aber das ist ja ein Zündchen. So verschandelt die Gegend nicht. Nee. Sonst hätte es hier nämlich die nächste Zeit keine Bäume mehr. So, und jetzt fängt es an. Jetzt wird es nämlich teuer. Ich kann ja mal kurz zeigen. Also so ein Fundament kostet hier Riemnet. So. Bretter, logischerweise Holz. Seile stellen wir gleich her. Nägel haben wir noch nicht. Ja, kommen wir dazu. So, jetzt passt mal auf hier. Bretter kosten 3 zu 1. Also 3 Holz. Kriegt auch bloß im Bett raus. So, jetzt könnt ihr euch überlegen. Also, das kostet schon eben 2 Talasse. Ich meinte Holz. Holz. So, die dicken Bäume sind wichtig. Die brauche ich nämlich. Da kriegst du nicht bloß mehr Holz raus, sondern kriegst du auch Faden raus. Jetzt werden die meisten denken, Mann, was willst du damit? Willst du die essen? Kannst du? Musst du aber nicht. Also du kannst hier wirklich die Mahn essen. Also das ist eine Notlösung. Aber was liegt näher? Wasser und so. Und ich kann ja mal kurz zeigen, da eine Angel. Wir werden wahrscheinlich demnächst irgendwann mal angeln. Also mein Ziel ist es heute, mindestens eine Foundation zu bauen. Und wenn die geht, würde ich so ja mit euch noch eben angeln heute. Das wäre natürlich schön. Aber wir werden mal sehen, weil wie gesagt, das Spiel hat das so nicht mit Geschwindigkeit. Aber das kriegen wir schon alle hin. So, da ist noch eine Kiste. Das ist eine Erste-Hilfe-Kiste. Das ist so ja richtig gut. Die sind meistens. Also die sind selten, dass du die drin hast. Und diesmal habe ich so ja 2. What the fuck? Was ist denn hier los? Luxus! Aber wie gesagt. Ach, da ist auch ein Wolf. Ich krieg eine Krise. Das Dumme ist nämlich, dass die auch wandern. Nicht wander, sondern wandern. So, und der ist schon Level 3, mit dem ist eine Jukluschen essen. Und da ist der nächste Wolf. Ich krieg eine Krise. Und ein Bär. Was denn hier los? Jurassic Park mit Tiere oder was? Passt nicht zusammen. Gut, ja, muss ich mir was einfallen lassen. Da oben kann ich nicht drauf bauen. Hm. Das ist jetzt nicht so gut. Ich hatte nämlich schon mal das Problem gehabt, dass ich mich ausgelockt habe, natürlich abgespeichert und eingeloggt und dann stand auf einmal ein Bär vor mir. Hm. Und sterben und kein Bett haben ist hier ganz schlechte Sache. Ihr kennt das ja. Dann spawne ich irgendwo in der Walachei und das ist meistens nicht gut. Vor allen Dingen, wenn man seinen Loot wieder haben kann. Ach übrigens, wenn man hier sterben tut, gib mal da. Es ist ein Nasenelch. Krass. Sterben sollte da hier tun nichts vermeiden. Ihr verliert nämlich Ressourcen. Und meistens ist das Wichtigste, was ihr habt. Die Wumme. Die ist dann nämlich weg, wenn ihr Pech habt. So, also, das Haus ist ganz groß. Da ist der nächste Wolf, kriegt eine Krise. Also, das Haus ist dann schon mal das nächste. Also, das Ziel, das ist ein Ziel, das ist ein Ziel. Damit können wir nämlich Sachen bauen. Sprich, eine Kiste. Ein Bett, meinte ich. Und noch ein paar andere Sachen. Das Problem ist, sobald wir das aufstellen, sind die Handtasse. Also, kommen die Handtasse. Also, wir können eigentlich einen Trick anwenden. Das Haus bauen und das so lange wie möglich raushöhern, das an der Wand zu klatschen. Aber da ich das so eingestellt habe, dass sie unsere Base nicht angreifen, ist das erstmal Wumpe. So, ich werde mal schon mal ein paar Bretter herstellen, da haben wir wenigstens ein bisschen was. Ja, es geht voran. Moment mal, ich wollte auch ein paar Seile herstellen. Und ich werde das mal nochmal schnell zurücknehmen. Ich brauche nämlich ein paar Stöcke. Weil ohne Stöcke keine Angel. Der ist ein bisschen übertrieben, wa? Sechse. Sechse reichen. Sag ich doch. Sechs.
Und dann noch zwei Eisen brauche ich. Aber ich brauche auch sehr, sehr viel Holz. Alter, da ist ein Bär. Also ich kann schon mal sagen, also das ist hier tieremäßig wie auf Tretminuten. Also du siehst sie meistens nicht. Meistens, wenn du sie siehst, ist es zu spät. Nee. So. Nachladen ist. Also wie gesagt, also gegen Dreierwolf mit Pistole braucht ihr euch ja nicht anlegen. Da reicht die Munition nicht. Also, schadenstechnischerweise. So, hier auf der Berge, ab und zu habt ihr hier mal ein paar Pickel dran, ne? Ressourcenmäßig. Weil, wie gesagt, ihr könnt einschmelzen hier. Oh, ist jetzt, ihr habt eine Schmelze. Aber wie gesagt, das dauert hier alles. Das hat alles so, das Spiel. Wenn ihr vom Spiel kommt, was ziemlich schnell ist, das entschleunigt euch mal ganz schnell. So, wir haben jetzt gerade zwei Nähe gefunden. Yay! Ihr kriegt mich ja nicht mehr einfach heute. Schön. Wir bräuchten eigentlich so eine Holzkisten. Das sind nämlich Ressourcenkisten. Und da können Nägel drin sein. Und ein paar mehr. Und zwar ein paar mehr, meinte ich. Und alle das gut, wenn es mit mehr beginnt. Außer mehr Schaden. So, hier ist das Water. Das nächste Water. Und hier werden wahrscheinlich die Handtasse bauen. In dem Bereich, glaube ich. Also, ich hatte jedem Mal das Glück, dass sie... Da ist der nächste Wolf. Ein Dreier. Ich meinte nicht ein Dreier in der Hinsicht, sondern... Es ist Level 3. Gut, hier ist es nicht so schön. So, wir haben ja eigentlich nur Pacht. Wir könnten eigentlich... Sag mal, ich habe ja Supper laut. Sollten wir mal ein Feuer machen. Gut, dann muss ich doch noch ein paar Sticks herstellen. So. Da ist die nächste Kiste. Denn wir bräuchten zu der Nacht ganz, ganz dringend ein Feuer. Das wird nämlich in der Frühjahrszeit hier arschkalt. Und das ist noch nicht mal übertrieben. Also an der Anfangszeit ohne Feuer über Nacht zu überleben, ist schwierig. Aber ihr werdet sehen. So, das solltet ihr auch aufsammeln. Weil das nächste Problem kommt. Und zwar, wir haben bloß ein Streichholz. Ditte brauchen wir, dann können wir nämlich diesen jenen herstellen und mit diesen jenen stellen wir diesen an. Und damit können wir Feuer anstellen. Was für ein Kreislauf. Ja, ja. Also hier ist wirklich aller Anfang schwer. So, das nächste Schnürchen. Fehlen uns bloß eine Dreie. Ich muss sagen, in meinem privaten Spiel habe ich mehr Schnürchen gefunden. Also mehr gestrüpfte Schnürchen. Aber noch haben wir Zeit. Wie gesagt, uns hetzt nichts. In die Ruhe liegt die Kraft. Wir schaffen das schon. Übrigens, der Feuer ist fertig. Also wahrscheinlich schon eine ganze Weile, aber ich habe jetzt erst gesehen. So. Die Angel. Da genau, da brauche ich gerne noch das. Aber ich kann schon mal für die Butter. Butter. Für die Kabutze. Schon mal ein paar Bretter herstellen. Na nun, das kann doch nicht sein, dass hier keine Ressourcenkiste ist. So, und ich sag noch, vor 5 Sekunden nicht rennen. Vor gefühlten 5 Sekunden. Und was mache ich? Ich renne. Gut, also wenn ihr eine glatte Sicht habt, könnt ihr ruhig rennen, aber wie gesagt, immer mit rechnen, dass es was um die Ecke lunschen könnte. Und wie gesagt, das ist nicht gut. Wenn man knot, immer nach hinten. Niemals nach vorne, logischerweise, sonst rennt er nämlich den genau in der Hand drin. Oder in der Pranken, besser so gesagt. Weil hinten kann es sein, weil, wie gesagt, von hinten sind wir gekommen.
Also ist schon mal zwar nicht unwahrscheinlich, aber sehr un... Also es wäre unnormal, wenn da was jetzt stehen sollte. Es ist unwahrscheinlich, dass da was steht. So rum. So, das ist ja nicht so, wie kriegt eine Krise. Also Loot technischerweise muss das erst spawnen oder was ist hier los? Na gut, kann nicht sein, war ja schon da. Also Loot war ja schon da. Das ist ein bisschen wirklich wenig jetzt. Gerade. Da hatte ich nochmal Schwein gehabt. Also, wenn ihr schleichen tut hier so sneaky peeky, könnt ihr euch so ja noch ein paar Kisten ranschleichen, aber wie gesagt, in schleichender Weise ist es schwer zu rennen. Hm. Ich so viele wie nicht gut. Oh, da. Da ist unsere gewünschte Kiste. Die gönnen wir uns mal. Und? Na, das ist doch schon mal gut. Sehr, sehr gut. Das heißt nämlich, wir haben schon mal ein Fundament fertig. Ha! Toll, ich habe jetzt die Schnur benutzt. Ja. Kleinigkeiten. Kein Problem. Aber übrigens, wenn ihr euch hier Essen besorgen tut, holt euch bloß das, was ihr auch verbrauchen könnt am Anfang, ne? Weil wie gesagt, ich glaube, das Essen hält bloß so 2 Tage und dann ist es verdorben. Oder vielleicht 1 Tag. 1,5 Tage. 2 Tage. Ich bin so unschlüssig. Jedenfalls verdirbt das so. Ich glaube, ich hatte gestern im Test, ich habe Scheibenkleister, ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Einen Fisch geangelt, und zwar so ja einen ziemlich großen, der Typ 3 Stufen, der Typ klein, der Typ mittel, also da kriegt er dann schon Filets raus, und dann gibt er ganz große Fische, da bekommt er dann auch Fischsteaks. Der Problem ist, das ist dann auch ganz schön viele Fleisch, und wenn er keinen Kühlschrank hat, also ich glaube, das sind 5 Fleischstücken oder so, und ich habe geschafft, 3 zu essen, und der Rest... Also, ja, hatte ich den Schrott. Da hinten ist noch eine Kiste. Jetzt geht's los. Aber wie gesagt, immer vorsichtig, nicht überhasten. Weil wie gesagt, meistens ist es so, oh, da ist eine Kiste. Und dann rennt man hin und dann zack, bist du tot. Zu viel Zeit solltet ihr euch aber auch nicht lassen, weil die Kisten können auch die spawnen, ne? Nur mal so am Rande. Ach, der kann schon das nächste Fundament denn machen. Uns fehlen jetzt bloß die Seile. Eisen, das habe ich gesehen. Jo, dann machen wir euch mal ein paar Seile, dann haben wir ja wenigstens... Shit, uns fehlen wieder 3 Seile. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir das Fundament und die Angel gemacht. Das, was ich mir vorher noch mal. Naja. Er war stets bemüht. So, an Anfang ist Orientierung, wenn er gerade hier das erste Mal spielen tut, schwierig. Aber bei mir ist es immer so, wenn du den kleinen See gefunden hast, immer in die Richtung. Und wenn du den großen findest, in die Richtung. Weißt du ungefähr, wo du bist? So, da ist der nächste Wolf, der wie so hoch ist. Verdammt nochmal. Woher weiß er das? Ja, also richtig so lootmäßig ist gerade ein bisschen, finde ich gerade nicht so berauschend, aber hey. Wie gesagt, 7 Days gespielt, schon, und jetzt hier ditte, bist du wirst du entschleunigt. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf 7 Days aus. Hey, Zombie. Hast du mal Zeit? Ramm. So, das sind Bären, glaube ich, genau.
Wie gesagt, das ist ein schönes Spiel, so in der Art. Nicht hier mit Zombies und so. Obwohl ich so eine Survival-Spiele auch mag. Hier ist... Oh, das ist ein Bär. Oh, da ist noch ein Bär. In Doppelpack. Hm, toll. Ja, du und die Natur. Hm. Da ist noch ein Eisen. Kriegt ihr noch? Irgendwie? Evil Chicken ist auch am Start. Ich glaube, ich habe bis jetzt die letzte Zeit nie ein Spiel gespielt, wo nicht ein Huhn vorkam. Komisch, die verfolgen mich. So, ich glaube, ich würde mal sagen, wir gehen mal schon zurück. Ja, die Sonne steht jetzt da. Gut. Weil in diesem Spiel gibt mich keine Uhr. Und Halbzeit. Hier, so, zack. Achso, ich muss noch dazu, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Hier hat ein Jahr 24 Tage. Wenn ich das richtig. Ja, doch. Glaub, habe ich so eingestellt, ja. Oder das ist die Standardeinstellung, sagen wir mal so. Also quasi, wir haben 24 Tage Zeit, um uns eine Base zu bauen. Also ist hier noch Zeit, also. Also, ich glaube 24 Ingame-Tage, wa? Ich weiß nicht. Wir werden das gleich raus haben. Wäre ein bisschen komisch, wa? Aber ich glaube, die meinten wirklich 24 Tage. Quasi ein Monat ist ein Jahr. Das wäre ein bisschen Wille, wa? Ich glaube, ich habe da was falsch verstanden. Und das ist bei mir durchaus möglich. Ja, ja. Ich gebe zu, wenn ich Fehler mache. Nee, mach ich nie. Nein. Ich glaube, das sind 24 Stunden hier so tagmäßig. Habe ich doch gesagt. 24 Stunden ist ein Jahr. Also, ich glaube mal real. Real. Rihanna. Was rede ich denn überhaupt hier? Bist du wieder nervös? Ein bisschen. Ich hab nicht mitgekriegt, dass hier ganz schön viele Tiere unterwegs sind. Und wie gesagt, die sind nicht nett. Genau, das meinte ich. Aber ist eine Bandmensch. Da ist der nächste Wolf. Was soll ich denn hier machen? Und wie gesagt, wenn die immer knurren, erschnüffeln sie dich und kommen auch ein Stück in deine Richtung. Aber wenn du denn zu nah bist, wirst du erstmal Maß genommen. Und hier ist nicht Maß macht mobil. Gut. Also, wenn die hier so stehen oder so, das ist kein Problem. Wie gesagt, Vorsicht, Mutter und Porzellankiste. Was ich gestaunt ist, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Aufnahme so rüberkommen tut. Das Spiel läuft ziemlich flüssig, im Gegensatz zu anderen Spielen. Und wenn ihr guckt, das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Also, wie gesagt, grafikmäßig ist schon sehr, sehr gut. So, ich brauche das Scheiß drauf. 2-1 Risiko. Sterbe für Grünzeug. Na toll. Mir niemals erzählen lassen. Sagen lassen, tun müssen. Wollen. Hä? Hä, ja, sag mal, ich die Sonne in die Richtung runter? Ich hab gedacht, die geht in die. Also. Hey, du bist verkehrt, Sonne. Halt, jetzt stopp. Das wird so gemacht, wie ich jetzt sage. Oder so, in der Art. So, da ist der nächste Wolf.
Ja, ja, wartet mal ab, bis hier Großkaliber am Start ist. Dann wird hier Tabula Rasa gemacht. Wird aber nicht springen. Sobald ein Tier weg ist, kommt ein neues. Und wenn wir Pech haben, bei uns vor der Haustür. Die jetzt noch nicht steht, aber bald. So, seht ihr? Derselbe Weg zurück. Das erste Spiel, wo ich Orientierung habe. So, noch eine Beere. Denn hier muss nämlich viel... Ach, habe ich auch noch nicht erwähnt. Mann, 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 Mann. Also nahrungsmäßig müsst ihr aufpassen. Hier gibt es immer Obst und Gemüse. Das ist dann sowas. Und Apfelze. Und dann müsst ihr auch eiweißmäßig essen. Das ist das da. Also Fleisch, logischerweise. Und deswegen, zur Not ist das ja nicht so schlecht, dass wir das gleich hier haben. In Doppelpack. Hm. Hey, das reicht so ja. Wir können so ja angeln. Ich brauche immer mehr. So. Kann ich das schon mal herstellen? Das ist quasi, quasi unser Köder. Ich habe beinahe ja nie gesehen hier. Es läuft. Und da, das kriegt er aber bloß mit einem Pickup. Das ist Copa. Copa Cabana. Und das ist, glaube ich, Schwefel oder... So, und da bin ich auch, oder? Also das könnte Nickel oder sowas sein. Ja doch, die Sonne geht in der Richtung runter. Naja. Gut, habe ich mich ein bisschen getäuscht. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann setzen wir mal schnell unser Fundament. Denn das Feuer und vielleicht schaffen wir noch einen Fisch. Fisch. So, jetzt fehlt uns natürlich ein Stick. Aber kein Problem, das kriegen wir hin. Holz habe ich auch für das Feuer. Wie gesagt, für das Nachtschen. Für das Nachtschen. Wie hört denn sich das an? Für die Nacht meinte ich natürlich. So, dann werden wir schnell einen Fisch angeln. Es sei, da ist ein Wolf. Hatte ich mir auch schon gehabt. Da habe ich einen Fisch an der Angel. Und dann muss ich jetzt abbrechen, weil so ein... Genau, so ein Kackvieh ankam. Es, das gefällt mir überhaupt nicht, dass die direkt bei uns vor der Hütte sind. Da gibt es aber auch einen Trick, die loszuwerden. Einfach auf die Base hochstellen, also auf das Fundament. Und dann die eben anschießen. Dann hauen sie nämlich ab wie Schmitz Katze. So. Dann setzen wir erstmal das Fundament, wa? So ungefähr. Ja, ein Stück nach hinten. Ja, mal kicken. Ja, die passt. So, ich kann ja mal kurz demonstrieren. Gut. Hat ja gut funktioniert. Okay, ich werde das nächste Mal demonstrieren, wenn ich mehr treffe. So, Feuer ist gesetzt. Warte mal, das muss ich noch kriegen. Das Eisen hoch. Ich will das. So, dann werden wir uns mal gleich einen Fisch gönnen. So, warte mal. 2-1 Risiko. Moment mal, ich habe sie doch gerade eingesammelt. Gut, ich hoffe. Geh mal weiter hier rüber. Gut, das wird jetzt ein Blindflug. Habe ich so das Gefühl. So. Zack. Und drin. Und mit der linken Taste, sobald das richtig runtergezogen hat, links anhauen. Und dann kriegen wir ihn raus. Also das Angeln ist hier ziemlich einfach. Deswegen hätte ich auch die Angel so tief. Dann sieht man das auch im Dunkeln. Ah, seht ihr? Zack. Schon ihn an Angel. Das ist ein kleiner. Das ist ein kleiner, aber der reicht erstmal. Alter. Ich sehe den Wolf jetzt nicht, wenn er kommt. Hier ist er dann. Komm her. Tischi. Hallo. Der ist kein kleiner, das ist ein mittler. Also wir kriegen schon Filets raus. Krass. Das ist ja geil. Es läuft. Filetieren. Also wir könnten daraus... Achso, wir kriegen so oder so Öl. Aber dann hätte man wahrscheinlich mehr Öl gekriegt, weil das brauchst du für Medizin. Falls du krank wirst. Also du kannst hier auch richtig krank werden oder so. Also ein Tier hier kaputt machen.
immer Hände waschen. So, Holz drin. Zündli. Mach an das Ding. Alter, zwei Stück. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir müssen aufpassen. Das Zeug verbrennt nämlich hier ziemlich schnell. So, warte mal. Schnell Wasser holen. Also, Karbiden schnell. Gleich mal ein bisschen Wasser kochen. Na gut. Ich würde mal sagen, es war nicht viel, aber ich habe das gemacht, was ich gesagt habe. Fundament. Wir haben was geangelt. Mit Lüfter. Es geht voran. Naja, werden wir die nächste sehen. So, und das ist jetzt halb durch. Das müssen wir noch ein bisschen warten. Wird das noch ein bisschen besser? Kriegen wir nämlich mehr Nahrung raus, also mehr Eiweiß. Und weniger Dos, glaube ich. Nee, Hunger. So, genau. Seht ihr? Zack, ist besser. Und zack, Bums. Und das werden wir uns jetzt mal hinterschieben. Ist doch ein perfektes Ende. Voller Magen. So kann man doch aufhören. Und was noch trinken? Nee, trinken brauche ich nicht. Das hebe ich mir auf. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel ja. Däumchen, Träumchen. Und sollte da noch ein Abonnent sein? Warum nicht? Abonniert! Nee, das wäre nett, wenn ihr abonnieren würdet. Also, bis dann. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.